Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wieder Mittwoch, 1. April 2020, und wie jeden Mittwoch schauen wir doch, was Casey Mendoza denn für uns im Angebot hat. Hostiles guarding location nearby. So, da ist sie schon, die gute Frau. Wir haben als erstes mal eine Schrotflinte, nämlich den Boomstick. Und wie ihr seht, ich habe den Grundschaden, also die Grundschadenanzeige aktiviert. Das heißt hier, was hier in weiß in Klammern drin steht, ist der Grundschaden. Alles andere hier, der Gesamtschaden, bezieht sich natürlich auf das Gear und die ganzen Modifikationen, die ich auf meinem Gear drauf habe. So, wir haben 9% Schrotflintenschaden, 9% Rüstungsschaden, 7,4 Nachladetempo und perfekt durchgeladen. Nachladen gewährt für 10 Sekunden plus 5% Waffenschaden. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Okay, dann haben wir als nächstes von Badger Tough eine Weste mit einem sehr guten Namen, nämlich Scheißegal. Badger Tough Markenbonus haben wir plus 10% Schrotflintenschaden. Dann haben wir 120.208 Rüstung drauf. Dann plus 15.518 Lebensenergie und 3.875 Punkte pro Sekunde Rüstungsregeneration und einen Angriffsmodplatz. Als Talent perfekte Unverwüstlichkeit, ist ihre Rüstung verbraucht, werden 100% der Rüstung wiederhergestellt und das Ganze hat einen Cooldown von 55 Sekunden. Dann haben wir wie jede Woche den Schildsplitterer mit perfekter Optimist, 10% Sturmgewehrschaden, 8,5 Lebensenergieschaden, 13% Wechseltempo, Grundschaden 39.500. Dann einen Rucksack aus dem wahren Patrioten-Set, 127.000 Rüstung, 7,6 Kopfschussschaden. Dann aktivierte Direktive Harnisch, 10,7 Waffenschaden, 7,5 Statuseffekte und einen leeren Zusatzplatz. Als Talent gehärtete Hülsen erhöht den Schaden durch Holzspitzgeschosse um 35%. Dann haben wir die Handschuhe aus dem Asse und Achten mit 11,3% Waffenschaden, 8,6 Statuseffekte. Dann aktivierte Direktive die Kniebuckel. 10,9% Waffenschaden, 5,2% Sprengsatzwiderstand. Dann den Halfter Klaftia aus dem Asse und Achten, 12% Waffenschaden, 15.000 Lebensenergie. Und die wahre Patriotmaske mit 127.530 Rüstung, 8,6 Statuseffekte und einem leeren Verteidigungsmodplatz. Bei den Waffen ist jetzt nicht allzu viel dabei. Vielleicht interessant wäre hier noch die Schrotflinte. Ansonsten ist da wirklich nicht viel dabei, wofür es sich lohnen würde, hierher zu kommen. Wir haben noch einen Mod-Zusatzsystem Hilfe mit 14,7% Reparaturfertigkeiten und für das Geschütz 5,6% Werkzeit mit den organischen Schaltkreisen. Das Einzige, was ich mir rauslassen werde, ist jetzt hier die Scheißegal-Weste. Schauen wir mal, wofür wir die mal irgendwann einsetzen können. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Angebot von Casey Mendoza heute am 1. April 2020. Wenn ihr nicht wissen solltet, wie ihr Casey Mendoza findet, dann habe ich euch zwei Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Der erste Link ist, wie finde ich Casey Mendoza, und der zweite Link ist, wo finde ich den guten Snitch, der uns die Position von Casey Mendoza letztendlich verrät. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken, guten Loot und natürlich bleibt gesund und wenn möglich bleibt daheim. Bis zum nächsten Mal, euer Ü40.